eines der Bittgebete, was wir alle sprechen sollten. Jeder, der eine Prüfung hat. Jeder, der in einer schweren Situation ist. Jeder, der etwas lernt und versteht die Sache nicht. Er liest den Text, aber er muss es zweimal und dreimal lesen und trotzdem versteht er es nicht. Wer in einer schweren Lage ist, in einer schweren Prüfung, eine Sache, aus der er keinen Ausweg weiß, kann folgendes Bittgebet sprechen, was überliefert ist vom Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, alayhi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. O Allah, es gibt nichts Leichtes, außer das, was du leicht gemacht hast. Und du machst auch die schweren Dinge leicht, wenn du es willst. Ja Allah, es gibt nichts Leichtes, außer was du leicht machst. Wenn du mir hilfst, wird alles leicht. Und wenn du willst, machst du sogar schwierige Sachen, komplizierte Details, was viele nicht verstehen. Wenn du es willst, machst du es einfach. Spricht dieses Bittgebet, wann immer ihr Schwierigkeiten habt, und Allah wird euch helfen. Ich rate sowieso, immer in den Bittgebeten zu sprechen, dass Allah dir das erleichtern möchte. Sprich nie, kein Sujud soll dir entgehen, ohne dass du ein Bittgebet gesprochen hast, und sei es dieses. O Allah, erleichtere mir das. Und Allah wird es dir erleichtern. Denn Allah kann dich Dinge verstehen lassen, die andere nicht verstehen. Allah kann dir die Lösung geben zur rechten Zeit, während der Prüfung. Etwas, was du gar nicht gelernt hast. So kommt von Allah die Eingebung in deinem Kopf, das ist die Lösung. Rechtzeitig. Und Allah beschützt dich vor Blackout, dass du nichts mehr weißt, obwohl du so viel gelernt hast. Jeder Erfolg kommt nur von Allah. So bitte nur Allah darum. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.